Daniel Bittner, Sie sind CEO von der Arsago Gruppe und Investment-Experte für Brasilien. Sie gehen mehrmals pro Jahr nach Brasilien, sind kürzlich von einer Reise zurückgekommen. Wie ist die Lage vor Ort? Es ist eigentlich eher ruhig, das heisst, die Protestaktionen strecken sich über das ganze Land. Nichtsdestotrotz bekommt man eigentlich wenig davon mit. Die Leute reden darüber. Protestaktionen haben hohe Sympathiewert. Aber ich würde eher trotzdem sagen, es sind eher ruhig. Klar, es hat gewaltsame Ausschreitungen gegeben, aber das ist wohl eher am Rand. In der Mehrheit sind die Protestaktionen eher friedlich. Besteht die Möglichkeit, dass die jetzt noch friedlichen Proteste die zunehmend gewalttätigere werden umschlagen? Ich glaube es eigentlich eher nicht, weil jetzt nach dem Confederations Cup, der jetzt gestern auf oder fertig geworden ist, sind die Kameras auch nicht mehr so da. Das heisst, die eher gewaltsamen Proteste oder Ausschreitungen, die werden sehr wahrscheinlich auch nicht mehr so im Fokus stehen. Ich glaube, dass jetzt die Forderungen, die am Anfang noch sehr diffus gewesen sind, die sehr überraschend gekommen sind übrigens, auch die ganzen Proteste, die werden jetzt viel qualitativer, das heisst, sie werden konkreter. Die Regierung ist ja schon auf Protestanten zugegangen, vor allem Dilma Rousseff, und ich glaube, das hat sie sehr gut gemacht. Und darum nimmt sie natürlich dann ein bisschen den Wind aus dem Segel. Sie haben es angesprochen, die Regierung ist auf Protestanten zugegangen. Unter anderem hat der Präsident Dilma Rousseff das Reformpaket aufgeleist, das grösste seit 1988. Ändert jetzt die Politik in Brasilien mit dem? Wir hoffen es, weil es ist auch wichtig, dass sich etwas tut. Es sind Protestaktionen, die eher aus der Mittelklasse rauskommen. Das sind eher mehr gebildete Leute heutzutage. Die werden den Druck jetzt nicht einfach morgen wieder abflauen lassen. Die werden sich auch nicht durch kleine Reformen abspeisen lassen. Ich glaube, es sind, wie gesagt, sind grössere Forderungen. Es geht vor allem sind Forderungen an politischen Betrieb gegen Korruption, die sicher ein grosses Ausmaß angenommen hat oder immer schon gehabt hat. Die Wirtschaft ist eher frei, aber gerade im politischen Betrieb ist nun mal einfach die Korruption sehr stark gegenwärtig. Und der Druck wird nicht nachlassen. Wir haben in einem Jahr Wahlen. Die Regierung ist unter Druck. Die Oppositionsparteien können sich auch nicht zunutze machen, werden sicher versuchen. Es bleibt jetzt sehr spannend, was die nächsten 12 Monate passiert. Insofern ist das eigentlich die Proteste und auch die Reformen gut für die brasilianische Wirtschaft und auch vermutlich auch für die Börse. Die hat ja recht gelitten in den letzten Monaten. Absolut. Also ich sehe die Reformanstrengungen natürlich sehr positiv. Sie werden sehr wahrscheinlich nicht mit dem Momentum entwickelt worden, wenn jetzt die Protestaktionen da gewesen sind. Wir sehen das sehr positiv. Wie gesagt, sie haben hohe Sympathiewerte in ganz Brasilien, vom einfachen Mann bis zum Unternehmer. Weil einfach etwas muss gehen werden. Brasilien braucht einen Quantensprung, mehr qualitatives Wachstum, statt nur quantitatives Wachstum, das wir in den letzten 10 Jahren gehabt haben. Wie gesagt, sehr erfolgreich. Die Leute haben gerade die unteren Klassen haben sehr hohe Zusatzeinkommen bekommen. Die sogenannten verfügbaren Einkommen sind viel höher. Aber jetzt, nach vorne raus, wo das Wachstum natürlich auch stark abgeflaut ist, Sie sehen es auch an der Börse, braucht es natürlich größere Reformanstrengungen, viel mehr Investitionen vom Staat selber, aber auch vom Privatsektor, wo natürlich die Reformen zuerst sehen, bevor sie auch dementsprechend mit den grossen Investitionen kommen. Brasilien hat ein fantastisches Umfeld für Investitionen, aber es muss auch politisch begleitet werden. Und das ist in der Vergangenheit zu wenig passiert. Wir glauben, dass nach vorne raus das sehr, sehr positiv ist. Herr Bittner, vielen Dank für das Gespräch.